Während wir in der Beta zu Battlefield 2042 nur auf der Karte Orbital gespielt haben, wird es zu Release des Spiels 7 Karten geben. 3 dieser Karten hat DICE nun in einem weiteren Trailer präsentiert. Daher möchte ich euch heute diese 3 Karten etwas genauer vorstellen und euch nebenbei noch das ein oder andere versteckte Detail zeigen. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich würde sagen, wir fangen gleich ohne langes Gequatsche an, und zwar mit der ersten Karte, Renewal. Renewal spielt in einer großen landwirtschaftlichen Anlage in der arabischen Wüste in Ägypten. Und dieser Satz beschreibt auch schon sehr prägnant die Zweiteilung dieser Karte. Auf der einen Seite ist da die karge Landschaft der trockenen Wüste, vollgestopft mit Solarpanels und anderen technischen Einrichtungen. Auf der anderen Seite einer riesigen Mauer, welche quer über die Map verläuft, findet sich dann der genaue Kontrast. Eine saftig grüne, fast wie eine Oase wirkende Rasenfläche, auf der verschiedene Gebäude und ebenfalls einige technische Anlagen stehen. Eine Map, die zumindest optisch schon mal einiges hermacht. Aber wie wird es mit dem Gameplay aussehen? Der karge, trockene Anteil der Karte wirkt sehr weitläufig und offen. Ich denke, dass hier besonders der Fahrzeugkampf dominieren wird. Auch Scharfschützen dürften sich hier pudelwohl fühlen. Der grüne Anteil der Map wirkt auch nicht gerade Close-Quarters-lastig, ist aber schon deutlich abwechslungsreicher und enger bebaut. Ich gehe davon aus, dass der Großteil der Infanterie diesen Teil der Karte nutzen wird und dass dieser daher auch für den Ausgang der Runde relevanter sein wird, da hier die meisten Flaggengebiete stehen dürften. An Fahrzeugen sind im Trailer bisher Kampfpanzer, alle 3 Helikoptertypen sowie Jets aufgetaucht, es ist daher also davon auszugehen, dass hier eigentlich alle Fahrzeuge verfügbar sein werden. Etwas anderes wäre bei einer so großen und weitläufigen Karte auch wirklich sehr verwunderlich gewesen. Soviel zur Karte, kommen wir nun noch kurz zu dem, was im Gameplay zudem noch zu sehen war. Wie euch sicherlich aufgefallen ist, nutzt der Soldat im Großteil des Clips das PKP Bullpup, kurz PKP-BP. Dieses MG war schon in anderen Trailern zu sehen, jedoch ist dies der erste Moment, in dem wir es in Action sehen können. Und wie bereits vermutet, spielt sich diese Waffe recht ähnlich wie das PKP aus Battlefield 4, mit einer hohen Feuerrate, einem recht ordentlichen Rückstoß und vor allem einem unendlich großen Magazin. Des Weiteren sieht man am MG noch ein Zweibein, auch diese verhasste Mechanik kehrt also leider zurück. Im gleichen Augenblick erkennt man im Loadout des Spielers allerdings auch noch ein neues Gadget. Worum es sich dabei genau handelt, bleibt aber unklar. Falls ihr Ideen habt, schreibt sie mir doch gerne in die Kommentare. Im zweiten Drittel des Trailers sehen wir dann Gameplay auf der Karte Breakaway. Diese Karte spielt in der Antarktis, genauer im sogenannten Queen Maud Land. Neben einer riesigen Bohrinsel gibt es auf dieser Karte zudem vereiste Gebiete, in denen Eisberge als Deckung dienen, sowie eine Ödlandschaft, auf der sich verschiedene Forschungsgebäude wiederfinden. Aber auch der von Damavand Peak inspirierte Sprung von einem Berg, der aus dem ersten Trailer bekannt ist, ist auf dieser Karte möglich. Wie schon auf Renewal wird es auch auf dieser Karte ein reichhaltiges Fahrzeugarsenal geben. Auch hier waren bereits Kampfpanzer, der sogenannte Ripsaw Tank, der Anti-Air Tank Wildcat sowie schwere Helikopter, Transporthelikopter und Jets zu sehen. Zudem wird es hier die bewaffneten Hovercrafts geben, die wir ebenfalls aus dem ersten Trailer noch kennen dürften. Das Gameplay dürfte auf dieser Karte daher nicht drastisch anders als auf Renewal ablaufen. Auch auf dieser Karte werden die Fahrzeuge einen großen Einfluss auf das Spiel haben und Infanteristen sind wohl mit Distanzwaffen am besten beraten. Lediglich auf und innerhalb der Bohrinsel wird es wohl zu Nahkampfsituationen en masse kommen, weswegen dieser Bereich sicherlich auch immer hart umkämpft sein wird. Die Zerstörung dürfte auf dieser Karte wiederum recht knapp ausfallen, da Bohrinsel sowie Eisberge eher nicht zerstörbar sein werden. Bleibt abzuwarten, ob DICE sich hier noch etwas Besonderes ausgedacht hat oder ob der ein oder andere Eisberg vielleicht sogar doch zerstört werden kann. Versteckte Details gibt es in diesem Teil sonst kaum zu sehen. Erwähnenswert wären höchstens das neuartige Visier, das der Soldat auf seiner DM7 verwendet, genauso wie das Trommelmagazin, das wir auf der AK-24 sehen. Ebenfalls auf dieser AK war noch ein neuartiges Holo-Visier montiert. Dieses verfügte neben einer Entfernungsanzeige links unten ebenfalls über eine Munitionsanzeige rechts unten, sodass im Visier zu erkennen ist, wie viele Patronen noch im Magazin übrig bleiben. Schlussendlich kommen wir dann zum letzten Abschnitt des Trailers, der sich mit der Karte Discarded beschäftigt. Discarded spielt auf einem indischen Schiffsfriedhof, welcher sich in einem Delta nahe der Stadt Alang befindet. Die Karte ist dabei wiedermals in verschiedene Abschnitte aufgeteilt. Auf der einen Seite finden sich riesige Schiffswracks, welche an der Meeresküste gerade abgewrackt werden. Die Landschaft besteht hier dementsprechend nur aus schlammigem Matsch und rostigem Altmetall. Etwas weiter landwärts findet man dann einige kleinere Siedlungen, bestehend aus einfachen Häusern und Schiffscontainern. Die Umgebung ist hier weiterhin relativ schlammig, aber wenigstens gibt es noch an der einen oder anderen Ecke etwas Vegetation. Auch auf dieser Karte wird mit Fahrzeugen nicht gegeizt, auch hier gab es bereits alle Helikopter, Kampfpanzer und Hovercraft zu sehen, ob es auf dieser Karte jedoch auch Jets geben wird, steht bisher noch in den Sternen.
Im Gegensatz zu den anderen beiden Karten wirkt Discarded daher etwas weniger fahrzeuglastig. Versteht mich nicht falsch, auch hier mangelt es keinesfalls am Kriegsgerät, aber die Karte wirkt insgesamt etwas infanterielastiger, was vielen Spielern gut gefallen dürfte. In den Wäldern und Dörfern, welche übrigens ähnlich wie in Battlefield 5 stark zerstörbar sein dürften, aber auch in den Schiffswracks selbst wird jeder Infanterist sicherlich auf seine Kosten kommen. Genauso wie die Scharfschützen, die von den obersten Decks der Schiffe eine optimale Aussicht genießen. Aber auch die Helikopter werden sich auf dieser Karte sicherlich nicht langweilen müssen. Wo wir schon bei Helikoptern sind, sollte ich vielleicht noch kurz ansprechen, dass im Trailer ein anderes Primärgeschütz am Nightbird verwendet wird, als das, was wir in der Beta zur Verfügung hatten. Dieses verschießt explosive 20mm Geschosse, welche besonders gegen Infanterie einen sehr starken Eindruck machten. Hoffentlich nicht zu stark. Aber auch bezüglich der Waffen gibt es hier noch einen versteckten Hinweis. So konnte am Anfang im Loadout des Soldaten erkannt werden, dass die G57 hier mit Visier, Mündungsbremse, Unterlauflaser und erweitertem Magazin ausgestattet wurde. In der Vollversion des Spiels wird man daher also auch auf Sekundärwaffen 4 Aufsätze anbringen können. Damit sind wir auch schon am Ende dieses etwas kürzeren Videos angelangt. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass es euch wie immer gefallen hat. Vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben, worum es sich eurer Meinung nach bei dem neuen Gadget handeln könnte. Ansonsten hoffe ich wie immer, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Ciao!